Alter, was geht ab, Leute? Hongja, könnt ihr sehen? Das ist einfach so ein Ho-Oh. Bam. Ho-Oh ist wieder da. Und natürlich, so wie Lugia, als es wieder kam, in Shiny Form. Das können wir hier sehen bei News. Legendary Return Heats Up Raid Battles. Okay. Ab dem 19. Mai ist Ho-Oh wieder am Start. Latios ist nicht weg. Die sind beide da. Und hier steht's. Die Chance auf Shiny. Und so wie bei Lugia, ich würde euch raten, heute und morgen noch rauszugehen. Am ersten Wochenende kamen die Shinies. Beim letzten Mal bei Lugia, da haben die anderen Raid Tour gemacht, da hat jeder ein Shiny bekommen. Also mein Tipp auf jeden Fall, versucht's heute und morgen. Da sind die Chancen auf jeden Fall höher auf ein Shiny Ho-Oh. Der ist bis zum 7. Juni da. Und Latios ist, glaube ich, auch bis zum 7. Juni da. Moment. Latios ist bis zum 5. Juni da. Alles klar. Mal schauen, was danach kommt. Aber das war erstmal das. Shiny Ho-Oh. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von Shiny Ho-Oh haltet. Also, wenn meine Streams und so schaut, da werde ich ja immer gefragt, was ist das nächste Legendäre und so. Was glaubst du, Hong? Und ich habe immer gesagt, Shiny Ho-Oh kommt als nächstes. Jetzt kommt er halt früher als erwartet. Ich dachte, der kommt nach Latios. Ist ein bisschen blöd für uns, weil Latios eigentlich ganz okay ist. Ich brauche zum Beispiel noch Bonbons. Und jetzt kommen halt Latios und Ho-Oh gleichzeitig. Sprich, es müssten eigentlich ein bisschen weniger Latios spawnen. Aber okay. Wieso nicht? Schauen wir mal, ob wir den hier machen. Wenn nicht, dann machen wir den hier. Falls da Ho-Oh rauskommt. Das war der erste Teil. Zweiter Teil geht um den C-Day. Ein paar Fragen, ein paar allgemeine Infos. Weil ich da immer noch ein paar Fragen reinbekomme. Schauen wir uns erstmal die Boxen an. Also es gibt immer eine spezielle C-Day Box. Können wir uns hier genau anschauen. Ich sag's mal so, genau wie Penny. Nichts Spektakuläres. Aber solide Sachen für einen soliden Preis. Also ihr könnt sehen, 480. Zwei Super Inkubatoren. Sechs Glückseier, sechs Sternstücke. Die Bälle sind umsonst. Also echt solide. Und dann kamen einfach so zwei neue Boxen. Können wir uns auch mal anschauen. Also, Great Box, 6 Super Inkubatoren, 8 Rauch, okay, 8 Glückseier, auch 30 Ultrabälle, 780. Also ihr wisst, ich rechne einen Super Inkubator eigentlich immer so wie einen normalen Inkubator, also 150. Also 150 mal 6 sind eigentlich 900. Dann die Ultra Box, 10 Super Inkubatoren, 22 Glückseier, Alter, wer braucht so viele Glückseier? Die übertreiben echt immer so hart mit den Glückseiern. 10 Raid-Pässe und wieder 30 Ultra-Bälle, okay. 10 Super-Inkubatoren mal 150 wären bereits 1,5. Hat man sich schon mal 20 gespart, 20 Münzen. Dann 22 Glücksei umsonst und 10 Raid-Pässe umsonst. Also, wer eine Menge brüten will, es kommt ja, man munkelt demnächst Adventure Week, Gesteins-Event. Und vielleicht machen die da irgendwas mit Eiern, wofür sich dann die Inkubatoren lohnen könnten. Dann. Auf jeden Fall zuschlagen. 10 Super Inkubatoren. Werden eine Menge brütet. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Also die Boxen sind nie schlecht. Da macht man immer Plus. Die Frage ist halt nur, wie viel. Das war's zu den Boxen, die überraschenderweise aufgetaucht sind. Dann noch ein paar Infos zum C-Day. Weil es ist echt immer noch nicht alle checken. Der startet immer um 11 Uhr. Also nur wenige Stunden, nachdem ich das Video hier hochgeladen habe. Wenn alles klappt beim Hochladen. Bis 14 Uhr. Das war schon immer so. Ab und zu war er am Sonntag, ab und zu war er am Samstag. Aber der fängt heute an um 11 Uhr. Also geht's raus, fangt Glumanda. Glumanda übrigens ist ja eigentlich ein Starter und Starter sind echt schwer zu fangen. Aber ich nehme mal an, dass er leichter zu fangen werden wird, so wie Bisasam. War für den C-Day extra leichter zu fangen. Dann gibt es natürlich wieder ein paar Listen im Internet, in den ganzen Gruppen. Schreibe ich unten in die Kommentare, wenn ich die nochmal finde. Und das sind die WP und IVs. Und damit könnt ihr dann am Ende einfach eingeben und dann kommen alle. Und dann findet ihr direkt, müsst ihr nicht alle durchscannen und alle und von allen die IV checken. Gebt ihr einfach nur genau die Liste ein. Dann müsstet ihr alle 100er finden, falls ihr einen 100er habt. Alle 98er und vielleicht auch die 96er, wenn ich euch die Liste gebe. Das ist ja genauso wie bei Raids und Eiern. Ein bestimmtes Glumanda mit einer bestimmten WP hat eine bestimmte IV. Dann fragen mich noch viele, wie es mit der Attacke aussieht und dem Entwickeln.
Man muss das Glumanda zu Glugak während der 3 Stunden entwickeln. Es ist egal, welches Glumanda man entwickelt, also reingenommen Glutexo. Aber es ist egal, ihr könnt irgendein altes nehmen, irgendein altes 100er oder so. Aber es muss halt während der 3 Stunden entwickelt werden. Es ist egal, ob ihr es während der 3 Stunden fangt. Wenn ihr es dann irgendwann später nach dem Event entwickelt, kann es die Attacke nicht mehr lernen. Sondern nur, wenn ihr es während der 3 Stunden entwickelt. Ihr könnt auch keine TMs verwenden. Das ging, glaube ich, nur beim ersten C-Day bei Pikachu. Seitdem haben die es geändert. Man kann es nur bekommen, wenn man es während der 3 Stunden entwickelt. Und letzter Tipp, wo werde ich spielen? Ich spiele am alten Nordfriedhof. Das ist so ein kleiner Spot, hat ein paar Module. Aber das Interessante ist, ist halt auch ein Nest. Und während des C-Days werden auch die Nest-Pokémon zum C-Day-Pokémon. Dadurch ist es halt ein bisschen effektiver als zum Beispiel Parsing. Achso, was gibt's für Bonus? Dreifach Staub mit Sternstück vierfach, 4,5-fach. Und eigentlich, wer sich zum Beispiel jetzt für Glumanda eigentlich nicht interessiert, sondern nur für den Bonus, dem würde ich zum Beispiel raten, eher nach Parsing oder so zu gehen. Oder was für einen Hotspot ihr auch immer habt in eurer Stadt. Weil da gibt es halt mehr Pokémon und eigentlich geht es nur darum, viele Pokémon zu fangen für viel Staub. Aber wer sich für den C-Day interessiert und das C-Day-Pokémon, der sollte ein Nest abchecken. Oder ein Hotspot mit vielen Modulen, wo auch ein Nest ist. Deswegen, die meisten sind bei uns im Westpark, im Ostpark oder halt alter Nordfriedhof. Parsing schwächelt langsam, wird ein bisschen schlechter. Die Leute gehen da nicht mehr so gerne hin. Habt ihr gesehen und gehört, beim letzten C-Day Bisasam. Da war es echt leidend dort. Hab echt nur schlechte Sachen gehört. Aber ja, das waren so meine Tipps, ein paar Infos rund um den C-Day. Und Shiny Ho-Oh wieder am Start. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr es findet, dass Ho-Oh wieder am Start ist. Aber das war's von mir. Viel Glück beim C-Day. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.